Liebe Finanzmarkt-Welt-Community, in diesem Video geht es um Trading-Ideen, die Sie direkt umsetzen können. Es geht um die technische Analyse der Finanzmärkte, das heißt im Grunde Psychologie der Massen werden unter die Lupe genommen und daraus ziehe ich meine Schlüsse, daraus leite ich Trading-Ideen ab mit einer Haltedauer von ein paar Tagen bis hin zu ein paar Wochen mit dem Ziel, an der Börse Geld zu verdienen. Wenn Sie kein Interesse an der technischen Analyse haben, wenn Sie sich diesem Hilfsmittel verschließen wollen, dann gucken Sie sich dieses Video auf jeden Fall an, lassen sich überzeugen, beziehungsweise erweitern Sie Ihren Horizont. Wenn Sie es nicht wollen, schalten Sie am besten jetzt direkt wieder ab. Mein Name ist Mario Steinrücken und ich bin charttechnischer Trader. Ganz einfache Geschichte und wir starten mit dem Blick auf den DAX Future. Und hier zuerst mal der Blick auf das langfristige Bild. Der DAX ist zuletzt, beziehungsweise wir hatten hier im Bereich 13.600 Punkte, da sind immer Verkäufer aktiv geworden. Hier auch, na gut, Corona Crash im Bereich des Widerstands, Verkäufer aktiv geworden. So, und jetzt im März haben es die Käufer letztendlich geschafft, nachdem wir versucht haben, hier nach oben schon durchzustarten, hier der Befreiungsschlag. Starkes Zeichen, das heißt, wir haben Ausbruch aus einer mehrjährigen Seitwärtsbewegung und damit steht dem Markt erstmal momentan nicht mehr viel im Weg, um weiter anzusteigen. Wir hatten zuletzt mal so einen kleinen Rücksetzer gesehen hier im Bereich 14.750 bis 15.000 Punkte und das bleibt weiterhin Kaufniveau. Dort, wo jetzt vor ein paar Wochen schon die Käufer aktiv geworden sind, da werden sie auch wahrscheinlich in der Zukunft weiter aktiv werden. Und jetzt gucken wir uns das Bild im kurzfristigen Chart an. Hier sehen wir den DAX Future auf Stundenbasis und da ist zu erkennen, dass wir auch hier so diese kleine Seitwärtsbewegung hatten mit Kursen im Bereich 14.800 Punkten und hier sind die Käufer aktiv geworden. So, und jetzt haben wir das alte Hoch, diese Seitwärtsbewegung verlassen. Allerdings nur so schleppend, wenig dynamisch. Und ich erwarte mir eigentlich, nach so einem Ausbruch aus einer Seitwärtsbewegung, dass es schnell geht, dass Käufer in den Markt kommen, ne, dass die Gier zuschlägt. Das sieht man momentan aber noch nicht. Der DAX hat zwar im Bereich des Allzeithochs geschlossen und jetzt muss er weiter Gas geben. Die Käufer müssen hier ordentlich in den Markt reinkommen, denn ansonsten haben wir das Problem und das ist so eine Marke, die wir uns merken können. 15.500 Punkte, fällt der Markt darunter, dann kann es nochmal in Richtung 14.8 gehen. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder, ja, Märkte können steigen oder fallen. Natürlich können sie steigen oder fallen. Was wir als Trader einfach daraus ableiten müssen, ist zu sagen, okay, an welchem Punkt steige ich ein? An welchem Punkt ist der Punkt erreicht, wo es einfach keinen Sinn mehr macht, in den Markt einzusteigen? Und dann muss ich mit meinen Trades, die ich eingehe, mit den Gewinnern muss ich deutlich mehr gewinnen, als ich mit den Verlierern verliere. Und dann ist es reine Mathematik, reine Statistik. Dann fängt Trading an, Spaß zu machen. Egal, ob Märkte steigen oder fallen, wir wissen es am Ende nämlich alle nicht. Wir können mit der technischen Analyse einfach nur die Wahrscheinlichkeit auf unsere Seite bringen. Das ist es, was wir machen. Ganz einfache Sache. Ein ganz kurzer, schneller Blick auf den S&P 500. Der notiert auch am Allzeithoch. Und hier haben wir ein positives Zeichen. Zuletzt gab es mal Rücksetzer. Da habe ich gedacht, oh Mensch, das sieht nicht gut aus. Am Widerstand, Rücksetzer, da kann es gut sein, dass wir schnell in Richtung 4060 laufen. Aber die Käufer sind zurückgekommen. Die Käufer krallen sich hier quasi fest. Und damit haben wir eine gute Chance, dass der S&P 500 ebenfalls weiter nach oben deutlich anzieht. Und das sollte dann eben dynamisch und schnell erfolgen. Wenn der Markt nur so schwächlich, leicht höhere Hochs, dann müssen wir kritisch werden. Schauen wir uns die Nasdaq an. Nasdaq 100 Future hier. Wir haben hoch, leicht höheres Hoch, immer ein bisschen schwieriges Zeichen, aber wir haben auch steigende Verlaufstiefs. Das ist wieder ein gutes Zeichen. Wir hängen am Allzeithoch fest. So, und jetzt müssen wir auf Folgendes achten. Wenn der Markt, ich bin grundsätzlich erstmal positiv eingestellt, wenn der Markt nach oben durchläuft, und zwar wieder schnell, dynamisch, große grüne Kerzen, starkes Zeichen. Gute Chance, dass der Widerstand überwunden ist
und der alte Widerstand wird bei Rücksetzern zu Unterstützung, kann man kaufen. Auch ein Ausbruch nach oben kann man kaufen. Mit Ziel, sagen wir, nächstes Ziel ist so im Bereich 15.000, runde Summe. Was aber, wenn wir vielleicht nach oben durchbrechen und es dann zu einer schnellen Gegenbewegung kommt? Ich sag mal, 13.750 Punkte. Wenn die dann wieder unterschritten werden, dann müssen wir vorsichtig sein, unsere Long-Position schließen und uns darauf einstellen, dass es durchaus nochmal in Richtung 12.100 Punkte abwärts laufen kann. Schauen wir uns den Ölpreis an. Hier haben wir das Phänomen der wechselnden Polarität, kann man hier sehr schön erkennen. Ein alter Widerstand, und den sehen wir hier ganz deutlich im Bereich 63,50 bis 66,50. Dort sind Verkäufer aufgetreten, Verkäufer aufgetreten, Verkäufer aufgetreten. Zuletzt auch wieder Verkäufer aufgetreten. Da hatte ich mit einem größeren Rücksetzer gerechnet, hat es aber nicht gegeben. Die Käufer haben sich festgebissen. Die Käufer haben sich hier festgebissen und bam, jetzt zieht der Markt weiter nach oben an. Öl läuft wie geschmiert. Rücksetzer jetzt hier, der alte Widerstand, nachdem er überschritten ist, wird zur Unterstützung. Massenpsychologisches Phänomen. Hier werden tendenziell Käufer auftreten. Wahrscheinlich auch diejenigen, die hier unten verkauft haben, auf dem Niveau, auf fallende Kurse spekuliert haben. Die sind jetzt unter Wasser, die sind im Verlust, wenn sie nicht schon ausgestiegen sind. Werden sie wahrscheinlich hier sagen, okay, Glück gehabt, nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen, raus aus der Position. Und das heißt, wenn man short ist, wenn man auf fallende Kurse spekuliert, muss man kaufen. Das heißt, hier wird Kaufdruck sehr wahrscheinlich erzeugt. Kommen wir zur ersten Trading-Idee und hier Phillips 66 Downstream-Unternehmen im Bereich Öl. Die haben in den USA, glaube ich, sogar genauer, haben sie Tankstellen und von daher steigt der Ölpreis. Gute Chancen, dass die Phillips 66 ebenfalls weiter anzieht. Und hier haben wir auch so eine Geschichte. Alter Widerstand wird zur Unterstützung. Das heißt, das ist Kaufniveau. Zwischen 88 und 91 US-Dollar kann man eine Position aufbauen. Ein Stop-Loss sollte man da drunter setzen, wenn die Unterstützung unterschritten wird. Na, dann wird es schwierig, dann wird unsere Trading-Idee wahrscheinlich nicht aufgehen und entsprechend auf eine weitere Aufwärtsbewegung zu spekulieren. In Richtung 100 Dollar, knapp drunter, könnte man ein erstes Kursziel festsetzen, denn 100 Dollar ist einfach so eine rein psychologische Marke wieder, wo tendenziell mehrere Verkäufer lauern. Jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Geschichte. Ich habe zuletzt auf meinem YouTube-Kanal das Thema Uran behandelt und ich verlinke dieses Video, dieses Uran-Video einmal unten in den Kommentaren und da würde ich mich freuen. Guckt euch das Video an, wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen hoch und vor allen Dingen, meine Followerzahl steht knapp unter der 7000er Marke. Helft mir, die 7000 Marke zu knacken. Seid vielleicht der 7000ste Abonnent meines Kanals. Das würde mich sehr freuen. Jetzt gucken wir uns Uranium Energy an. Und hier haben wir auch wieder so das Thema Widerstand, Widerstand. Da sind Verkäufer aktiv, drücken den Markt nach unten. Können Gewinnmitnahmen sein, können welche sein, die sagen, Mensch, da ist ein alter Widerstand, da erwarte ich eine Gegenbewegung. Wir wissen es nicht. Positiv wird es aber, wenn die Verkäufer hier fertig sind. Und irgendwann werden sie tendenziell fertig sein. Und dann, wenn dann die Uranium Energy nach oben läuft, wäre das ein Ausbruchstrade. Hier könnte man zum Beispiel mit einer Stop-Buy-Order arbeiten, dass man sagt, na, bei 3,75 lasse ich mich in die Position einstoppen. Oder ich kaufe entsprechend Rücksetzer, nachdem wir hier nach oben ausgebrochen sind. Oder, weitere Möglichkeit, ich warte auf einen Tagesschlusskurs über dem Widerstand. Und da haben wir dann eine gute Chance, dass die Aktie weiter nach oben durchzieht. Noch ganz kurz, Edelmetalle sind ja auch immer gefragt. Ist momentan aber nicht viel passiert, deswegen Silber und Gold momentan seitwärts. Silber hält sich ganz gut, knapp unter dem Widerstand und damit haben wir eine Chance, dass wenn wir jetzt mal nach oben anziehen, ein Tagesschlusskurs, ich sag mal über 29,50, wäre so ein erstes mögliches Zeichen, dass sich jetzt die Käufer durchsetzen und dann schaffen wir es vielleicht auch direkt die Range 29 bis 30, also das Hoch der Seitwärtsbewegung, den Widerstand zu überschreiten und dann haben wir das nächste Ziel im Bereich 35 US-Dollar. Kurzer Blick noch auf den Bitcoin, da ist ja auch weiter Musik drin. Honduras war es, glaube ich, akzeptiert den Bitcoin als Zahlungsmittel. Und wichtig aus charttechnischer Sicht, wir müssen ja mal gucken, Mensch, wo sind Käufer aktiv, wo sind Verkäufer aktiv? Wir hatten zuletzt so drei leicht höhere Hochs, Zeichen der Schwäche.
Jetzt aber im Bereich hier 28.000 bis 30.000 ist Unterstützungsniveau. Wir haben so Schatten unten, Schatten unten. Das heißt, da waren mal Verkäufer aktiv. Es sind aber Käufer in den Markt gekommen, haben den Kurs wieder hochgekauft, hochgekauft, hochgekauft. Und deswegen haben wir hier unten auf dem Niveau ein Unterstützungs-, ein Kaufniveau. Was darf nicht passieren? Bricht die 28.000er Marke, müssen wir einen Stop setzen, sind wir schnell im Bereich 16.000 bis 18 bis 16 bis 20.000, relativ breites Niveau. Aber dort hat dann der Bitcoin auch wieder die Chance zu drehen. Aber auch hier aktuell Tendenzen einer Bodenbildung. Dafür brauchen wir jetzt aber bitte auch Feuer nach oben und nicht mehr so lange hier unten rumeiern. Aber momentan scheint die Unterstützung noch stark zu sein. Das war's von meiner Seite. Schauen Sie auch gerne meinen Kanal an, Mario Steinrücken, da finden Sie mich, und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende.